Mein Name ist Lasse Scherbert, ich bin 18 Jahre alt, habe gerade mein Abitur gemacht und bin erst seit sehr kurzem bei Fridays for Future im Organisationsteam dabei, bin schon seit längerem eben bei den Demos und habe mich auch in den letzten Jahren sehr viel mit dem Thema Umweltschutz auseinandergesetzt. Also bei unseren letzten Demos haben wir uns vor allem auf den Verkehrssektor beschränkt, nämlich innerhalb von zwei Demos, nämlich einer vor ungefähr 2 Wochen und einer in gut 2 Wochen, fordern wir, dass die Stadt Bonn probiert, besonders im Verkehrssektor viel abzubauen, weil momentan die 40% der CO2-Emissionen der Stadt Bonn eben in diesen Sektor fallen und das geht keinesfalls. Da gibt es andere Städte, die uns da deutlich Besseres vormachen. Nächste Woche am Mittwoch laden wir zu einer Online-Pressekonferenz ein, am 19.08., wo wir selber einen Verkehrskatalog vorstellen. Es geht natürlich oft darum, nicht nur zu fordern, sondern auch selber Vorschläge zu machen, weil fordern könnte ja theoretisch jeder. Da haben wir sehr lange dran gearbeitet. Das wird dann innerhalb einer Zoom-Konferenz vorgestellt. Alle Demonstrationen laufen natürlich enorm fokussiert auf die Kommunalwahlen. Morgen unsere Demo geht dann zum Thema Energiewende, die aus unserer Sicht definitiv nicht zureichend oder hinreichend bearbeitet wird. Ganz besonders brenne ich auf jeden Fall für den Kohleausstieg, weil ich mich besonders in den letzten Wochen eben mit dem Kohleausstiegsgesetz 2038 befasst habe und eben in dieser Zeit, womit ich mich damit befasst habe, ist mir aufgefallen, dass das definitiv nicht akzeptabel ist aus umwelttechnischer Sicht. Ein Kohleausstieg bis 2028 ist definitiv möglich. Und warum wir definitiv beim Kohleausstieg ansetzen müssen, ist, dass wir dort einen Punkt haben, wo wir mit relativ wenig Aufwand viel erreichen können. Die Bonner Bürger können sich natürlich, vor allem aus unserer Sicht, natürlich bei unseren Demonstrationen beteiligen, dass sie eben uns unterstützen. Wir probieren natürlich Druck auf die Politik auszuüben, weil das ganze Klimaproblem ist eben nicht ein individuelles Problem. Das heißt, jeder sollte jetzt aufhören zu fliegen oder jeder sollte aufhören Fleisch zu essen, sondern es ist eine Sache, die von der Politik gelenkt werden muss, die Politik in die Hand nehmen muss. Da wären wir sehr verbunden. Mein Name ist Celine, ich bin 17 Jahre alt, habe gerade mein Abitur gemacht und bin jetzt so seit 1,5, 2 Jahren in der Bonner Fridays for Future Gruppe aktiv. Wir haben immer jeden Donnerstag hier in der alten VHS in Bonn unser Plenum und da besprechen wir eben, was so in nächster Zeit ansteht, was wir noch organisieren müssen, was uns gerade so beschäftigt, womit wir uns nähergehend beschäftigen möchten und worauf wir auch aufmerksam machen möchten. Morgen ist eine Menschenkette in Bonn geplant. Das ist unsere nächste Aktion. Das beginnt um 11 Uhr auf dem Münsterplatz und da werden wir dann eben mit Menschen eine Strecke durch Bonn bilden und da wird eben ein Part sein, der die Dystopie darstellt, einer die Utopie zum Thema Energiewende, also was alles schiefgelaufen ist bisher, was auch weiterhin schiefläuft und ja, wieso unbedingt gehandelt werden muss und wie es besser laufen kann. Also es ist eine immense Aufgabe, keine Frage, und man muss sich sehr intensiv damit auseinandersetzen, um auch eine klimagerechte Lösung zu finden. Und das tun wir hier auch. Also wir haben uns auf kommunaler Ebene auch damit auseinandergesetzt, okay, zum Beispiel jetzt für den Sektor Verkehr, wie kann da Klimagerechtigkeit geschehen? Wie können wir Klimaschutzmaßnahmen umsetzen, die aber gleichzeitig auch gerecht für alle sind? Und das ist keine einfache Aufgabe, aber ich denke, es kann einhergehen und es gibt keinen Klimaschutz ohne Klimagerechtigkeit. Genau, also erst einmal hoffen wir,
diese Kommunalwahlen hier wirklich zu Klimawahlen machen zu können und auch Klimaschutz in den Vordergrund zu stellen, sodass es wirklich bei allen PolitikerInnen und in der Gesellschaft ankommt. Ja, und für die Zukunft erhoffen wir uns natürlich auch weiterhin Aufmerksamkeit generieren zu können und Leute aufmerksam auf das Thema zu machen, insbesondere eben die Politik aufmerksam auch auf die Wichtigkeit dieses Themas zu machen. Genau, und wir hoffen, dass uns das gelingen wird. Ja, unsere Erfahrungen, was die Kommunalpolitik angeht, sind ja ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite natürlich die Politik leider nicht handelt und wir immer wieder darauf drängen, dass die Politik endlich handeln soll und dass was geschieht. Und ja, wir hatten aber auch einige Erfolge, also auf unser Drängen hin, gemeinsam mit dem Parents for Future Bonn hier zum Beispiel, wurde letztes Jahr der Klimanotstand in Bonn ausgerufen. Was bedeutet, die Stadt Bonn hat sich dazu verpflichtet, jetzt alle folgenden Handlungen auch unter dem Klimaschutzaspekt zu sehen und zu betrachten. Und genau, wir haben auch einen Maßnahmenkatalog schon letztes Jahr veröffentlicht, in dem einige zentrale Forderungen für Bonn drinstehen. Und das Ganze werden wir jetzt noch auf dem Bereich Verkehr ausweiten und in diesem eben nochmal spezialisieren und konkret sagen, was wir uns für eine klimagerechte Verkehrswende hier in Bonn wünschen.